Okay, wir müssen was zu saufen besorgen. Da kommen wir nicht hoch. Na gut. Ich hier irgendetwas, was ich nicht gemacht habe. Irgendwie nochmal mit Jarre. Brauchst du was? Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Aha. Wer ist Kaufmann Harm? Ja, der allseits geliebte, ehrenwerte Kaufmann Harm. Seine Geschäfte haben stets zwei Seiten. Auf der einen stehen die Nutznießer, auf der anderen liegen die Leichen. Und was macht er genau? Irgendwann fing er an, eigenartige Steinfiguren an Alvin Arauken zu verkaufen. Den König der Unterwelt hat sich eine goldene Nase damit verdient. Seitdem mischt er im Schmugglergeschäft mit. Aber was er wirklich will, weiß niemand ganz genau. Denn er verlässt niemals sein Schiff. Aha. Wo finde ich Harm? Du hast aber was vor, mein Freund. Das ist meine Sache. Natürlich. Sein Schiff Terbonera liegt im Hafen. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Eine Statue. Das ist wie die Froschstatue vielleicht. Spiegelblank. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Ja, doch nicht so. Ein Zapfhahn und ein Eimer. Nicht sehr schlau. Hätte ja sein können. Ich putze jetzt nicht. Warum nicht? Zum Glück leide ich nicht unter Reinlichkeitswahn. Ja, komm, das ist keine Hilfe. Ich putze jetzt nicht. Warum denn nicht? Man scheint hierzulande eine Vorliebe für Haken zu haben. Ich putze. Achso. Ein Henkel, ein Haken, aber kein Platz zum Aufhängen. Zu viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Okay. Zu viel Fieber. Wenigstens. Mein Kopf ist leer. Zum Glück leide ich nicht unter. Was haben wir? Zu viel Fieber. Wenigstens. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Sie soll also diesem Harm eine Nachricht überbringen. Die wird vermutlich in ihrem Rucksack sein. Na, gucken wir mal. Die Nachricht für diesen Harm. Ah. Ich werde ihn umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Nuri, komm mal mit. Sag mal, Nuri. Zweck erfüllt, würde ich sagen. Kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist er? Direkt am Kai. So. Gib mir doch mal den Spiegel wieder, bitte. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das auch noch. Das war schon alles. Hm? Hm.
Na? Ich hätte gern deinen Frosch. Okay. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Bene. Bene. Gut, dann gehen wir mal zu dem netten Herrn Harm. Seiner Harmröhre. Sag mal, Nori... Hattest du denn schon Erfolg? Hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Über dit und dat. Bin gleich zurück. Hätte ich gern eine Audienz beim lieben Harm. Hey, hey, hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. So, so. Und warum? Weil es Spaß macht. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Tatsächlich? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch. Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Ja. Welcher Profession geht der ehrenwerte Harm nach? Welche Tiere schätzt der ehrenwerte Harm am meisten? Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Also, was ist Harms Profession? Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Aha. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Harm mag Wale sehr gern. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Okay. Dann nochmal. Und noch hey, mal. Hey, hey, immer langsam. Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein. Also, was ist Harms Profession? Okay, er ist erstmal ein Ehrenwerter. Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Die Krakenmolche. Krakenmolche. Achtarmige Krakenmolche. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht noch... Okay. Diese Haken scheinen nicht dafür gedacht, irgend... Okay, das muss ich also noch herausfinden. Sag mal, Nori... Kannst du dich bitte noch einmal mit dem Kerl im Badehaus unterhalten? Aber du musst nicht gleich wieder zu ihm in die Wanne steigen. Ach, keine Sorge. Ich mach das doch gern. Ich meinte nur... Ich liebe es zu baden. Immer wieder.
Brauchst du was? Ja, ich brauche was. Noch einmal zu Harm. Weißt du, welche Tiere Harm am meisten schätzt? Welche Tiere? Das ist gut. Harm liebt nichts weiter als sich selbst und das liebe Geld. Mhm. Welchen Wein trinkt Harm am liebsten? Was weiß ich. Vielleicht roten Geron. Ich glaube nicht. Was ist Harms Profession? Na, die Leute schreien es doch durch alle Gassen. Er ist ein ehrenwerter Kaufmann. Eine andere Frage. Bis später. Okay. Gib auf deinen Rücken Acht. Was gibt es, Landratte? Alles. Okay, mit dem kann ich nicht mehr reden. Reden wir nochmal mit der lieben Verwundeten. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Ja, das auch noch. Warum sind die denn immer alle so unhöflich? Das war schon alles. Hm? Wie lange will sie die eigentlich noch verarzten? Na? Na? Noch einmal zu Harm. Hat Harm ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier? Ei, so etwas weiß gute Minka nicht. Weißt du, welchen Wein Harm am liebsten trinkt? Du stellst Fragen, Kind. Trinkt eigentlich immer nur Wasser, das Väterchen Harm. Aha. Welchem Gewerbe geht Harm eigentlich nach? Ist sehr ehrenwerter Kaufmann, das Väterchen Harm. Sehr ehrenwert. Okay, das heißt, Lieblingswein haben wir. Eine andere Frage. Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Biene. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Vielleicht kann ich sie jetzt noch was fragen. Nee, kann ich nicht. Das war schon alles. Hm? Sag mal, Nuri. Bin gleich zurück. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Was ist denn, wenn ich ihm die leere Flasche gebe? Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Fischer nieder und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Ja, wäre doch eine Möglichkeit. Das wird ihn kaum interessieren. Kommen wir aber doch mal die Babuschka da dran. Will der für sie einen Hering haben? Hering? Nein, danke, Kindchen. Hering? Kannst du ihn in den Arsch schieben? Ja, mach das mal. Hering? Umsonst? Nein. Dann nicht. Wenn der Bursche dich belästigt, musst du es nur sagen, Kleine. Nein. Okay, hätte sein können. Hering?
Umsonst? Nein, dann nicht. So, reden wir doch nochmal mit dem komischen Typen hier vorne. Brauche ich noch. Okay. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Oh, wir probieren mal gerade ein bisschen rum hier. Ja, und du? Ah, okay, jetzt könnte ich mich darüber schwingen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja. Na los, geh ran. Ui. Ist das das Lager von diesen Haaren? Klauen wir erstmal ein bisschen hier. Nehmen wir alles mit hier. Zu weit weg. Wie soll ich da rankommen? Ich komme nicht ran. Aber... können hier bestimmt ein bisschen was... Noch fließt kein Schnaps. Erst muss ich den Zapfhahn in das Fass schlagen. Ja. Okay. Geht anscheinend. Hoffentlich trinkt der Fährmann das Zeug, nachdem er uns zum Feentor gebracht hat. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Ja, macht nix. Keine Zeit für Experimente. Was, du sollst ja auch... Unwahrscheinlich. Dafür suche ich mir lieber einen anderen Behälter. Etwas, das sich verschließen lässt. Hm. Geht nicht kaputt. Gut, dass Nori nicht hier ist. So weit weg. Wie soll ich da rankommen? Unerreicht. Okay. Damit reiße ich noch das ganze Regal um. Das bringt nichts. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Unsinn. Ich glaube, die versteinerte Katze wäre jetzt auch mal sinnvoll, ne? Nicht so. Geht nicht. Das geht so nicht. Ich putze jetzt. Natürlich nicht.
In einem Stück wäre es nützlicher. Ah. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Die hat ihren letzten Fisch gefressen. So schwer kann bestimmt leichter als Vogelfangen. An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Salzarelen zum Ausdünsten auf. Wir stehlen uns an und hoffen. Viel besser. So wird das nichts. Dumm, dass es kein... Das lasse ich lieber. Wir bringen der alten Dame, der Babuschka, mal die anderen zwei versteinerten Statuetten und guck mal, was sie dazu sagt. Die scheint ja auf so ein Zeug zu stehen, ne? Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Von wem hast du das? Böses Omen, der Krakenmolch. Sieh, dass du wieder los wirst, schnell. Okay. Interesse? Nein, danke, Kindchen. Habe ja schon mein Fröschlein. Kann sie in den Arsch schieben? Warum? Gehört mir nicht, Kindchen. Manchmal vermisse ich die Zeit meiner Jugendstreiche. Wenn der Bursche dich... Nein, das... So. Behalte ich selbst. Wird hier nur nass. Wir stehlen uns ein Boot und... Das ist keine Hilfe. So, wir könnten jetzt natürlich mit dem Fährmann fahren, das wollen wir aber noch nicht, weil wir noch nicht mit Harmröhre gesprochen haben. Hey, 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 immer langsam. Harm muss die Nachricht sofort erhalten. Beruf, Lieblingstier, Wein. Also, was ist Harms Profession? Er ist ein... Ehrenwerter Kaufmann. Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Geld. Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Okay. No, das kann doch nicht sein.
Natürlich nicht. Massiver Stein. Das Beiboot. Gehen wir nochmal darüber. So. Haben wir natürlich noch das da oben. Bloßem Willen öffnete der große Geron das verschlossene Fass. Versteinerte Katze. Marker vielleicht Katzengold. Ja, das Fass, aber das war's auch schon. Dann müssen wir Nuri mal fragen. Vielleicht kommt sie hierher, damit wir das Gefäß wieder heil machen können. Das wäre wieder nochmal eine Möglichkeit. Sag mal, Nuri. Könntest du einmal nach draußen Jetzt kommen? Reicht es wieder. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. Tschüss, Bademeister. Was gibt es, Landratte? Aber mit dem kann ich, glaube ich, nichts mehr besprechen, ne? Naja. Bis später. Tschüss. Die behandelt jetzt auch schon seit über 20 Minuten dieselbe Wunde. So gründlich. Ah, ich weiß ja nicht. So, meine liebe Nuri. Sag mal, Nuri. Ich kann sie auch nur wieder zurück ins Bad schicken. Bin gleich zurück. Das bringt mir dann ja auch nicht mehr so viel. Und plötzlich wurde alles dunkel. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe alles vergessen. Ah. Hier denn noch irgendetwas, was ich machen kann? Die Plane. Haben wir noch die Hängematte? Vielleicht können wir ihm die geben. Das wird ihn kaum interessieren. Hätte ich dir auch besorgen können. Naja, bestimmt. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Komm, reden wir erstmal mit dem Alten nochmal. Vielleicht hat der ja noch irgendwas für uns. Geben wir ihn seinem Alkohol und dann.
Fährst du mich und meine Begleiterin für diesen Schnaps durch den Sumpf? Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Aha. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Ach nein. Ich brauche nicht noch mehr Brandblasen. Massiver Stein. Die hat ihren letzten Fisch gefressen. Wo ist denn eigentlich der Bolzen hin, sag mal? Bolzen rausgezogen, aber Bolzen weg. Das ist auch gut. Warum sollte ich? Ja, warum nicht? Nichts. Das bringt nichts. Dafür suche ich mir lieber einen anderen Behälter. Ich habe schon ohne diesen Schnaps beunruhigende Träume. Dafür suche ich mir lieber einen anderen. Ich habe schon. Damit lässt sich das Fass nicht. Unerreichbar. Hm.